Vlogger-Logic wird ja heute von Christian, dem Chris hier, und der bin ich hier, präsentiert vor allem, und der ist hier online. Am Montag, der Tag, wo wir keinen Stammtisch haben, ist auch ganz gut, weil so viel saufen kann ja keiner. Und wir werden jetzt hier heute mal schauen, wer es zu uns geschafft hat. Und wenn wir heute begrüßen, das sind nämlich hier der Bitmonkey, der Janis, der K, der Erik, der hat gesagt, 32 Monate, danke Chris, da komme ich gleich nochmal dahin. Den Ramon, den Dennis, den Markus, den John Kettler, den Erik. Vorspann ist top, okay. Das sieht echt Bombe aus, dankeschön. Warten wir ab, gerade Schock bekommen, ich kreise, genau, Dr. Animum und Danny und Bergflash und Wolfgang Metz und Dimitri und wie sie alle heißen. Und noch mehr, die dazukommen, seien hier erstmal herzlich willkommen. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja diesen Prospekt gemacht, der ist noch nicht ganz fertig formatiert, zumindest schon mal so, dass man angucken kann. Und neben den Flyern, die ja eigentlich in Thomas-Grenn-Paketen beiliegen sollten, ich habe ein Paket bekommen, war keins dabei, weil die irgendwie alle sind. So, das ist ein bisschen spät eingefallen. Also wenn ihr letzte Zeit Zusatz-TV-Flyer bekommen habt von Thomas-Grenn, sagt mal bitte, wann, das wäre nett. Aber ist alles unter Kontrolle. Dann, ja, der Prospekt. Also der Prospekt ist dann jetzt im Endeffekt auch dann so die Basis. Man sieht es gar nicht so wirklich, weil wir dieses Bookstack-App nehmen für die Webseite hier. Und da kannst du sehen, dass wir, wenn du jetzt beispielsweise hier auf sysops.de gehst, sysops.de, dann landest du auf einer anderen Seite, ne? Die ganz normale, und da hast du jetzt genau das, was eigentlich hier aus dem Flyer kommt, nochmal komplett neu. Ich habe uns da viel Zeit gelassen, und wenn sie jetzt parallel pflegen im Endeffekt. Und ich finde diese Bookstack-App, wenn du jetzt so, ich meine, mein Auftritt ist ja hier live, ich muss jetzt hier webseitenmäßig nichts groß machen, und man sieht ja auch schon trotzdem, also wir haben da echt guten Zugriff, und vor allem, gerade wenn es ums Thema Open Sense geht, Open Sense Migration Sophos, da fügt, also da geht eigentlich kein Weg an uns vorbei. Und ich habe auch hier mal so ein paar Kommentare gehabt hier. Die habe ich mir nochmal gescreenshottet. Mal gucken, ob ich die gerade mal schnell hinbekomme. Da hatte ich nämlich hier, genau, also hier gab es so eine Sophos-Werbung bei Facebook, da sind Kommentare, hey, gute PFSense-Hardware, oder bevor Sie hier Werbung machen, kümmere ich lieber um eine funktionierende Migration von den Sophos-OTM. Klar sind wir gewappnet, wir haben ja FortiGate, auch zu FortiGate gewechselt. Also scheint auch beliebt zu sein. Sophos, lass OTM leben. Irgendwas gegen alle Eventualitäten gerüstet? Natürlich nicht. Ja, also da geht's. Die Stimmung ist nicht gerade die beste, sagen wir es mal so. Selber schuld. Da hat der Erik davon geschrieben, hier 32 Monate. Nee, Es ist wirklich knüppelhart. Lass mal hier gucken. Und zwar, jetzt habe ich hier mal geguckt. Schau mal hier. Ausbildung, Umschulung, Schulumung. Praktika bei Sysops GmbH vom 18.09.2022. Wenn ich hier auf den Kalender gucke, am 18.09.2023. Das heißt quasi, hey du blöd Ding, geh an. Bappisch iPhone, da, guck mal hier, da oben ist das, ne? Wo ist das Datum jetzt hin? Ist das Datum weg? Ich werd bekloppt. Komm, wo ist mein Datum? Da, heute ist nämlich wirklich der 18. September 2023, und das bedeutet, wir haben dreijährig Vlogger Logic. Und da könnt ihr euch mal, dass das so mal mindestens Daumen wert, und da könnt ihr euch mal umgucken. Also ich muss mal ganz da reinschalten, aber das ist schon heftig, ne? Also lass mal gucken, wie sah denn das hier damals? Bin unerträglich hier, oder? Das war tatsächlich hier so die allererste. Ist ein Ton hier irgendwo? Das ist gar kein Ton. Das ist ein Typ. Du hast gar keinen Ton, der Typ. Eigentlich müsste da Ton sein auf der Spur. Also so sah das im Untergeschoss damals noch aus. Ja, ein bisschen mit weniger Haaren, weil der Friseur nicht ging. Und so wie es aussieht, ist der Fuga der Erste, der kommentiert hat. Ne? Hier steht Ton passt, aber ich höre keinen Ton. Also das ist ein bisschen komisch. Guckt mal, ob ihr da Ton habt. Also auf jeden Fall, so sah die Erste aus. So, Hammer, oder? Das ist doch der Hammer, ist das. So, wir begrüßen noch den Josef, den Markus, den Dennis und den Jens. Das ist doch der Knaller, 3 Jahre. Und in diesen 3 Jahren, ich meine, das, was ich machte, wusste ich, dass es gut ist. Ich habe es ja gemerkt letztendlich. Ja, dass das so ein Ausmaß annimmt, dass das so ein fucking Ausmaß annimmt. Also ich meine,
wir waren ja vorher schon gut dabei, ne? Wir haben das alles mit eurer Hilfe, nur mit eurer Hilfe grad gezogen. Und dieses Prospekt, also das ist nichts für mich alleine, ne? Das kann auch jeder kleine Dienstleister, der hier bei uns im Verbund ist, kann das mitbenutzen. Also wir haben da überhaupt gar keine Berührungsängste. Ihr müsst nur mit den Logos und Co. aufpassen, dass ihr da eine Partnerschaft habt und so weiter. Das ist echt Mörder. Gut, Workshops. Verpasst habt ihr alles ohne Windows. Ja, habt ihr verpasst. Ja, war diesmal aber gut, war gut voll. Gab Problemchen mit einem UCS Copano-Installation. Das ist mittlerweile wieder gefixt. Hat mich eine Stunde gekostet, blöd gelaufen. Hat aber tierisch Spaß gemacht. Ist rum, kann man jetzt nachgucken. Kommt bald wieder. Und es gibt zu dem Video jetzt wegen der Hänger, die wir hatten, eine geschnittene Version und noch on top aus dem OpenSense Workshop noch ein Proxmox Mail Gateway Video, ein schönes. So, und da kam das nächste. 26.28.09. Das ist also nächste Woche Dienstag und Donnerstag. Oder? Ist das nächste Woche Dienstag und Donnerstag? Ich würde schon sagen, dass das nächste Woche Dienstag und Donnerstag ist, ne? Müsste doch nächste Woche Dienstag. Und wenn wir heute 19. haben, heute haben wir den 18. 19. plus 7. Jawohl. Nächste Woche ist das. Und da zeigen wir, was es halt bedeutet, wenn du halt kein SAN betreibst, ne? Also wie kannst du Proxmox mit ZFS betreiben, das Maximale rausholen, dass da bloß nichts anbrennt. Dazu werden wir eventuell morgen eine Sondersendung machen, eventuell live begleitet mit einer Einrichtung von einem großen Server. Das hat heute leider nicht reingepasst. Also hier geht es darum, wenn du mit ZFS und Proxmox arbeitest, was kannst du rausholen, was das Produkt selber nicht bietet. Ja. Und dann nochmal ein paar Wochen später, 10. und 12. ZFS-Grundlagen. Das heißt, für alle, die das Glaubensbekenntnis mit mir sprechen wollen, ne, kommt ihr da rein, kriegt ihr von mir komplett ZFS erklärt, aber so, dass ihr damit richtig, also keine Gefangenen, ne, so dass ihr da richtig mal in den Krieg ziehen könnt mit ZFS. Also hier nichts mit Kuscheln, sondern hier ZFS, Faust rein, gib ihm. Ja, Faust rein, gib ihm ist auch ein gutes Thema. So. Du hattest was gehört vom Video, hab ich es falsch im Ohr gehabt eben. Hast du CrowdSec im Einsatz noch nicht? Wollen wir machen. Grazian, grüß dich alle miteinander. Schön. Ja. Und jetzt gehen wir da eigentlich gleich mal volle Kanne rein. OpenSense Workshop Sophos Migration empfehlen wir aktuell noch, sage ich mal, für den Webproxy, also entweder Filterlisten oder dieses Sunny Valley Zen Armor. Da wollen wir jetzt mal gucken, wie schützen wir jetzt einen Anwender. Na, das soll heute so mal unser Thema sein. Dazu habe ich hier unsere Installation mal vorbereitet von der OpenSense. Hier schon mal eure Kommentare. Hallo zusammen. Jawohl. Nee. Und das ist das von unserem letzten OpenSense-Workshop. Habe ich heute mal aktualisiert und wollte jetzt mit euch mal gucken, was es damit auf sich hat. Wisst ihr, was den Link zu dem bekloppten Video, das gebe ich euch auch noch mal ganz kurz hier in den Chat. Und dann geht's da schon los. So, dazu haben wir hier mal ein Windows 11 installiert, was auch irgendwie eine lustige Geschichte war. Aber mein Gott, schauen wir mal. Den wollte ich hier unten haben, den Sengel da. Wie kommt der jetzt dahin überhaupt? Der ist da oben, der ist da und der ist da. Sehr gut, wenn ich dahin gucke, ich wirklich gerade dahin, na, das Spiegel verkehrt. Also, die Idee war jetzt halt ganz einfach gewesen. Ich mache jetzt mal hier, den hat schon nicht offen gehabt und gehe jetzt hier mal auf xhamster.com, weil ich bin ja Tierfreund und bekomme jetzt also hier eine Meldung. Und das zu erreichen ist eigentlich relativ einfach. Du installierst dir hier unter der OpenSense erstmal alle Updates, damit du die Plugins installieren kannst. Und dann nimmst du hier dieses Sunny Valley-Dings da hier, wo ist es? Repository, das da. Und dann kannst du hier sowas wie OS Sensei installieren. Okay, und das funktioniert schon mal ganz nett. Ist aber halt ein riesen Dickschiff und irgendwie die Kundenakzeptanz war jetzt so, geht so. Also du kannst jetzt hier im Prinzip hier alles abrufen. Das sollten jetzt auch nur von der Testmaschine irgendwelche Outputs sein. Und eines der Riesenprobleme ist auch die Datenbank hinten dran. Die kannst du eigentlich nur mit Elasticsearch auslagern und genau das habe ich nicht hinbekommen. Das heißt also, ich habe jetzt hier MongoDB lokal laufen und wenn es richtig blöd läuft, fährt er halt unkontrolliert deine OpenSense gegen die Wand, weil sie voll ist. Dann habe ich mal versucht, da irgendwie die
andere Festplatte zu mounten für die Datenbank. Es ging alles mit Drama zu Ende. Und grundsätzlich geiles Ding, also macht Mords was her und ist auch hier in der kostenlosen Version. Und da kannst du hier so sehen, nc.sysops.de, warum der eigentlich nc.sysops.de aufruft, ap.sysops.de, xhamster, genau. Das siehst du auch genau, was da abgeht. Und jetzt könntest du hier auch schön könntest du auch hier schön erlauben und so weiter. Also gerade so bei Google Ads, die man vielleicht möchte und so weiter. Haben hier noch Threads drin, Cloudflare, ja, also hier kannst du jetzt gezielt was machen. Das ist schon wirklich schick, aber ich muss halt gestehen, ich komme da nicht so richtig auf Touren. Was mich jetzt gerade so wundert, hier haben wir noch eine 151er Kiste, die über diesen Computer rausgeht. Das könnte... Eine gute Frage, welche Kiste das ist. Ich habe da ein bisschen rumgespielt. Also lange Rede, kurzer Sinn, das funktioniert. Du hast hier eine Standard-Policy und du kannst halt hier Sachen machen und du kannst hier Sachen anklicken. Ja, Hacking-Sites, Malware, Parked Domains. Problem ist ganz einfach, also das kannst du alles nicht klicken, wenn du es nicht gekauft hast. Der Bot, ne, das ist nicht drin, nur Premium. Und dann kostet das gleich mal ordentlich Geld. Und hier kannst du noch Dinge, Technologien quasi jetzt blocken und verlässt sich da halt im Endeffekt so ein bisschen auf den hier Ding. Und hier hast du eigentlich nur eine kostenlose Version. Passive, Moderate, High Control, Custom. Custom kostet wieder Geld. Und jetzt hierbei, also ich könnte mal vorstellen, dass für viele diese Moderate Control, ne, Adult Advertisements und so weiter, schon relativ gut funktioniert, dass man damit vielleicht auch gut leben kann. Also ein bisschen die Werbung rauskriegt, alles drum und dran. Schauen wir mal ganz kurz, ob das funktioniert. Ja, also die Werbung ist hier definitiv mal weg. Und auch so nervige Seiten wie t-online.de, Gott hab selig, würde ich mal sagen, ist hier, kommt hier sehr schnell in die Ecke. Und das Problem ist halt, dass ich mich so frage, ist es denn im Endeffekt den Ärger wert zu riskieren, dass man relativ schnell bezahlen muss oder bezahlen will, was ja auch positiv ist, oder dass man hier im Endeffekt zu viel Ressourcen-Overhead hat. Weil sag mal, wenn du da jetzt auf so eine kleine Hardware gehst, das ist, also ich habe es überall wieder rausschmeißen müssen, weil es die Kunden einfach so, also es war einfach nicht zu leisten. So, gucken wir nach Kommentaren. So, SysSafe läuft deine IPsec-Verbindung zur FB-Seite mit der OpenSense. Läuft deine IPsec-Verbindung zur Fritzbox seit dem Firmware-Update 757? Habe ich, glaube ich, nicht. Also ich glaube, ich habe da eine WireGuard laufen und ich habe ja die Business Edition jetzt hier im RZ und das ist die kostenlose. Also kann ich das jetzt in der Live-Sendung gerade nicht beantworten oder leisten. Also ich weiß es gerade leider nicht, lieber Ramon. So. Also was ich jetzt gerne machen würde an der Stelle, und das ist wiederum sehr positiv, also das ist ein riesen Dickschiff und das ist auch nicht günstig. Und was du jetzt halt machen kannst, kannst du auch mal kurz deaktivieren, du kannst es aber auch wirklich deinstallieren. Und was ich mich wahrscheinlich mal testen will, der Login hat ziemlich lange gedauert. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Zen Armor läuft. Und ich schmeiß das jetzt mal runter. Dann gucken wir uns mal an, was es gibt. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie Blocklisten. Das heißt, dass im Endeffekt, wenn ich das jetzt runterschmeiße, müsste ich ja eigentlich, jetzt hier online.de eingebe, müsste ja jetzt auch gleich wieder die Werbung. Guck mal, jetzt kommt auch hier die Werbung. Seht ihr das? Das ist, hoppla, shit. Jetzt kommt hier auch wieder die Werbung. Die kannst du schön sehen. Das siehst du, dass es runtergeworfen wurde. Auch der wird vermutlich, wenn ich mal kurz wegschalte, wieder laden. Also jetzt lädt das auch wieder. Also man sieht, das funktioniert. Und das ist ja alles gut und schön. Jetzt würde ich mal schauen, wie sieht das jetzt aus mit Blocklisten, OpenSense. Also wäre eine Möglichkeit, OpenSense für Adult und für Werbung des Ads. Ne? So, schauen wir mal, OpenSense. Setup Web Filtering, OpenSense, Blocking Ads using only outbound. AD Blacklist Conf, ich versuche mal die. Ja gut, okay, jetzt müssen wir erstmal die passende Liste finden. Mal gucken, ob ich eine auf die Schnelle finde. Wie das gedacht ist, AdGuard, ja, Unbound Blacklist.
Unbound Blacklist, OpenSense. Okay, wir gucken mal kurz. Hat er einen Link zufällig? Kann er mir mal kurz schicken, vielleicht über Element. Mal ganz kurz gucken, wo da jetzt die URL ist, wo man die herbekommt. Ah ja, hier ist was hier. Da ist eine Unbound Conf. Was ist das? Not found. Okay. Ja, wir gucken mal, was wir bekommen. Es gibt auch dieses Firehole Blacklist. Ne? Gibt es ja auch noch. Die habe ich gerade noch im Kopf. Gucken wir mal kurz, was es da gibt. So, was haben wir denn hier? Overview Firehole Level 1. Attacks. Das wäre jetzt ja eingehend. Das ist ja heute nicht unbedingt unser Thema. Es geht ja eher ausgehend. Ne? Ja, das Firehole nicht das Richtige. Schauen wir mal. OpenSense Blocklist Outgoing für Clients. Ne? Blocking, Melissa IPs OpenSense Blacklist. Ja, da gibt es ja 50.000 Anleitungen, Blocklists, ja, malicious IPs. Da kannst du dir 50.000, spinn's mal gnadenlos. Layer 3, 4, Creating External Blocklist. Spam House gibt es hier zum Beispiel, könnte man blocken. Und gucken wir noch was Schönes für Clients bekommen. So, was haben wir denn hier? Abuse. Also ihr seht, das sind ganz, ganz viele Bad Guys. TXT, gibt es hier noch? Mal gucken. Einfach mal eine als Beispiel, wie die funktioniert. Okay, also diese Liste funktioniert offensichtlich. Es funktioniert im Endeffekt halt so, dass du halt sagst, du gehst hier auf deinen Aliaser und ich flieg raus. Warum fliege ich jetzt raus? Ach, das Gute ist, dass ich ZFS habe. Ey, wenn das jetzt nicht geht, ne? Wenn das Scheißding jetzt hier nicht geht, da, das ist ja wohl nicht wahr, oder? Ey, ohne Scheiß, ne? Ich habe jetzt, ja, selber ausgesperrt habe ich mich ja noch nicht, lustigerweise. Aber die Scheißkiste hat mich echt rausgefeuert. Okay, Challenge accepted. Also das ist schon mal, wie gesagt, ich gehe das Ganze mit dem Thema relativ vorsichtig an. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, haben wir die Firewall sogar noch offen? Nee, ich mache mir die machen wir gerade bei den Proxmox auf. Glücklicherweise sind ja bei uns die ganzen Open Sensen. Sind ja bei uns mit ZFS, das heißt, ich kann zurückrollen und ich kann auch neu starten und kann da, das ist echte Knaller, ne? Dass das Scheißding mir nach der Deinstallation wegfliegt. Deswegen so Third Party immer gefährlich an der Stelle. Deswegen ist halt die Frage, machen wir es jetzt halt mit der Blocklist, die will ich mal ganz kurz zeigen, oder machen wir es halt am Ende des Tages dann mit einem Reverse Proxy? Entschuldigung, mit einem transparenten Proxy, mit dem ich noch keine Erfahrung habe mit der Verschlüsselung, weil den haben wir früher auch bezahlt immer bei der Sophos, aber eigentlich nie die Zertifikate verteilt. Vielleicht, wenn man es mal ein bisschen zu Fuß versteht, heute mal einen ersten Blick drauf machen, mal gucken, wie es aussieht. So. Du kannst das in Unbound direkt auswählen. Es gibt Standardlisten im Unbound. Der Unbound bringt mir ja erstmal nix, weil ich den ja so nicht benutze. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Scheißding wieder kommt. Ah, guck mal, nach dem Reboot kommt er. Mal gucken, wie lange jetzt der Login dauert, weil der hat vorhin beschissen lange gedauert. Also bestimmt eine halbe Minute oder sowas. Und auch schon wieder, ja. Ja, wir gucken uns jetzt mal diese Bad Guys Liste an. Es geht ja, ich will ja gar nichts mit den Listen heute machen, ich will ja einfach nur mal zeigen, wo die Problematik ist. Also aus irgendeinem Grund braucht die blöde Kiste, weiß der Geier, weil ich einen Workshop getrieben habe, relativ lang zum Login. Ich hatte da erst ein bisschen einen CentAmor im Verdacht gehabt, aber ist es wohl nicht an der Stelle. Wir gucken mal. Sollte gleich eingeloggt sein. Kommentare, ne, da war jetzt nichts mehr gewesen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da gleich wieder drin sind. Sonst muss ich es mit einer Produktivkiste machen, da habe ich auch keinen Bock drauf gerade. Ja gut, ich könnte es hier machen und könnte mich selber dann aus der Live-Sendung aussperren. Das wäre ja auch geil, ne? Das wäre da auch mal was Neues. Was eine miese Scheiße. Also da ist mir halt aufgefallen, dass der auch mal gekracht ist. Und ich jetzt gerade gar keinen so einen Bock habe. Ja, jetzt ist er drin. Also was da jetzt lang gedauert hat, weiß der Geier. Wobei, jetzt hat er mir hier keinen roten System-Status mehr. Also, na gut. Also das könnte jetzt auch ein DNS-Thema sein. Weiß der Geier. Wir sind drin. So, jetzt sollte das Ding wieder funktionieren. Also was du halt normalerweise machst, du machst einen Alias und haben wir da schon irgendwas drin? Don't root, nö. Also sagst halt einen neuen Alias und sagst jetzt hier Bad Guys. Schon wieder so warm hier, unfassbar.
Nimmst hier die UL-Table-IPs, was glaube ich gewesen. Da sagst du, soll er einmal am Tag updaten. So, okay, das ist hier Bad Guys. Also gucken, ob wir hier hinkommen. Und dann siehst du eventuell, ich muss mich mal da unten hinpacken, siehst du hier oben die Zahl 0% 97. Ne? So. Und wenn du jetzt also 97 Einträge hatte, diese Bad Guys, sogar vertippt noch, ist jetzt ja wurscht, wenn du nämlich jetzt sagst, hier im Endeffekt apply, dass man nämlich immer vergisst, dann lädt er die das erste Mal. Jetzt müsste eigentlich diese Zahl hochgehen auf 15.000. Also da ist schon ein bisschen was dabei. So, wenn ich diese Bad-Guy-Kiste jetzt hier nehme und dann wird er mir jetzt vermutlich, wenn ich da jetzt auf irgendeine Seite gehe, wird er mir das versauen. Also ich probiere jetzt mal 1.1.117.214. 1.1.117.214. Also das sollte eigentlich nicht gehen. Na komm schon, 1.1.7.214 und dann passiert hier nichts. Ja? Dann sollte der eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, da können wir mal zumachen, also wie gesagt, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, Blocklistenthema für sich. Und dann könnte ich jetzt hier im Live-Log, könnte ich eigentlich sehen, was hier passiert. Also wenn ich hier sage, zeig mir mal nur die Blocks, und vielleicht nochmal die IP-Adresse von der Kiste. Ja, da ist ein bisschen. Ach, das ist Windows 11, da kenne ich mich nicht aus. Eingabeaufforderung, also der hat hier die IP-Adresse. Was hat denn der? Die 78 hat er jetzt hier bekommen. Da könnte ich sagen, zeig mal, was hier blockt, wo der die Quelle, die 192.168.50.78, ne, war es gewesen, müsste das sein und dann fügst du das hinzu. Und dann müsste er eigentlich, wenn ich das aufrufe, hier irgendwie das loggen. Aber ich sehe tatsächlich von der IP-Adresse noch gar nichts. Ja, also das ist jetzt auch nicht so berühmt, wo der jetzt eigentlich gerade hin will und warum er das nicht darf. Weiß der Geier. Jetzt gucken wir mal, ob es überhaupt eine ausgehende Regel gibt für die Maschine. Ich meine schon. Ne? Also gucken wir mal. LAN. Firewall Rules LAN. Okay, also da ist eigentlich hier unten alles erlaubt, wenn ich es richtig sehe. Genau. Außer Don't Root private Netze. Also das sollte gehen an der Stelle. Warum der da jetzt. Ja gut, wie man jetzt diese Liste testen soll, ist mir jetzt auch nicht klar, außer die IP-Adresse einzugeben. Fakt ist. Du würdest es blocken, dann ist halt Moin Björn und dann würdest jetzt halt überlegen, wie würdest du denn jetzt von so einer Liste wieder Sachen rausnehmen, weil du müsstest im Endeffekt hergehen. Achso, die habe ich noch gar nicht geblockt, fällt mir gerade auf. Ja, das erklärt, warum es nicht geblockt wird. Also, noch was vergessen, muss ja schon neue Regeln machen erstmal, ja, dann funktioniert es auch. Ich würde sagen, okay, ich hätte ganz gerne einen Block, LAN, Direction Out, wo jetzt quasi die Destination eine von diesen Bad Guys wäre. Ja, ja, gleich mal vergessen. Also das müsstest du machen. Und dann könntest du auch diese eine Regel, müsst vielleicht noch mal ganz nach oben. Ja, so würde das hinhauen. Und dann gucken wir uns nochmal das Live-Log an. Und dann müsste der jetzt hoffentlich gleich, dann ich das jetzt hier nochmal versuche aufzurufen oder wir pingen das irgendwie mal. Könnte es ja einfach mal pingen oder sowas. Könnten wir jetzt hier ohne HTTP mal versuchen, dass wir das jetzt hier gelockt kriegen, dass wir genau sehen, was passiert. Minus T. Okay, also hier pingt mal nichts. Und jetzt könntest du auch sagen, hier Block Ping. Da habe ich mir eine Regel. Lustigerweise wird er hier, schlägt er mir auch nicht an. Also weiß der Geier, warum der da nicht anschlägt. Es ist mir nicht ganz klar im Moment. Es sind einige Sachen, wo er auch nicht rauskommt, wo ich nicht genau weiß, warum. Nun denn. Er zeigt es mir nicht an, die blöde Kiste. Also das wäre das Ding. Und wenn ich jetzt quasi Ausnahmen machen wollte, hätte ich jetzt halt mal das Problem, dass ich dann hergehen müsste sagen, okay, Bad Guys, und dann müsste ich hier nochmal eine Ausliste machen, wo ich dann sage,
Destination in Word. Oder wie macht man denn dann eine Ausnahmeregel im Endeffekt? Ne? Exception oder sowas. Dann müsstest du die oben drüber wieder erlauben im Endeffekt. Ne? Eine eigene Regel, wo du es oben drüber erlaubst. Also das scheint mir vermutlich für die meisten Fälle, also die Wahrscheinlichkeit, dass da eine drinsteht, den du wirklich brauchst, ist doch recht gering, aber es könnte halt sein, dass es so wäre. So. Genau, und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kriegt man es ja über das Phänomen, das, was wirklich das erste Internet, also den ersten Internetzugang, den wir hatten, damals bei meinem Kunden, bei meinem Großen, den haben wir damals mit, wie hieß das da, Wingate gemacht. Und Wingate war ja ein Proxy und Proxy ist ein Zwischenserver erstmal. Ne? Also der kann was cachen und der kann Sachen machen. Da habe ich mir gedacht, okay, lass uns das heute doch mal mit einem Proxy und einem transparenten Proxy machen. Dafür habe ich mal hier so eine Anleitung hier verlinkt, die hole ich mir jetzt gerade mal hier raus, mache mir hier mal die Administration, jawohl, die ist offen, und dann sagen sie, okay, also erstmal musst du einen Caching-Proxy machen, also eine Kiste, die zwischenspeichert. So, das hätten wir gerne. Hier wird alles erklärt, was gemacht wird. Wir gucken, ob wir jetzt der Live-Sendung das hinkriegen. Ihr schaut mir mal auf die Finger, wenn ich irgendwelche Fehler mache, schreit er wieder lauter. So, also Proxy heißt Zwischenproxy. Mal gucken, ob der intuitiv ist, also Klassiker, erstmal anmachen. Error Pages, ja, gerne. So, Proc Forward Proxy. Also das ist der typische Squid Proxy. Erkennt man Port, geht aufs LAN-Interface. Transparent noch nicht. SSL Inspection haben wir auch noch nicht. Das wollen wir dann vielleicht mal probieren heute. Mal gucken. Und dementsprechend sage ich jetzt erstmal hier Apply. Proxy Auto Config. Konnte man früher so URLs erzeugen, das ist mir jetzt zu kompliziert. Remote Access Control Lists, Remote Blacklist, okay. Also auch hier kannst du Listen pflegen, interessant. Vielleicht kann man da auch was kombinieren. Also ich sag mal, der wäre jetzt wahrscheinlich erstmal an. Und dann müsste der hier auch irgendwas loggen. So, und das ist die IP-Adresse vom Gateway. Also gucken wir mal hier von der Windows-Kiste, was der jetzt hier für ein Gateway eingetragen hat. Das ist die 139 und würde jetzt mal hier in den Einstellungen von Windows mal versuchen, einen Proxy einzutragen. So, Proxy-Einstellungen, die sollten im Idealfall überall hier funktionieren. Also wir sagen, wir hätten einen Proxy-Server, das ist die IP-Adresse, und das hat einige Konsequenzen im Endeffekt. Das werden wir uns auch gleich mal anschauen. Und nicht uninteressant. So, Proxy-Server bitte nicht für alles, was in 1.26.8.50. anfängt, respektive vermutlich würde es das tun. So, ich habe das schon verdammt lange nicht mehr gemacht. So, jetzt gehen wir nochmal auf kleinanzeigen.de. Okay, das funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier was lockt. Also hier haben wir offensichtlich einen Proxy, der funktioniert. So, und das werden wir jetzt weiter mal verfolgen. Was hätte denn das jetzt für Konsequenzen im Endeffekt, wenn man so einen Proxy einsetzt? Hier kann ich pingen. Und wenn ich mir jetzt hier mal meine Netzwerkeinstellungen suche, kann ich eventuell zum Beispiel, nee, da nicht, bearbeiten, hergehen, kann sagen, okay, aber ich nehme jetzt einfach mal das Gateway raus, weil na, Gateway raus ist das neue Gateway, weil im Endeffekt kann jetzt keine Sau mehr mit dir irgendwie konnektieren. Ne? Und trotzdem hast du aber noch hier all deine Seiten. X-Hamster, Pornhub, X-Videos, Porsche Kittis und wie sie alle heißen. Ich habe mal später mal recherchiert. Ne? Kleinanzeigen.de funktioniert noch. Mit Werbung, das ist doch schon mal ganz interessant. Also das wäre schon mal so die Maßnahme, wo du sagen kannst, okay, ich möchte, dass die surfen können, aber das war's auch. Und da kannst du dann eindocken. Jetzt hast du aber das Problem, dass du halt im Endeffekt hier nichts großartig, außer klar, du kannst Ziele blockieren. Du kannst jetzt auf Namensebene und du kannst jetzt hier auf IP-Ebene Sachen blockieren. Das kann schon genug sein. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie die das hier empfehlen. Ich habe jetzt erstmal nur grob geklickt. General Proxy Settings, Local Cache Settings, Traffic Management Settings. Okay, jetzt mal gucken, was man hier alles so machen kann. So, Local Cache Settings, Enable Local Cache, also das würde beschleunigen, Linux Packet Cache, Windows Update Cache, ach guck mal, das ist ja auch nett, ne? Das darf auch ein bisschen größer werden, das ist aber das ist auch lächerlich, okay, gut,
machen wir mal an. Es gibt hier noch schönes Traffic-Management-Settings. Hey. Ah ja, guck mal, Maximum Downloads, das heißt, Leute nichts groß runterladen, hochladen und so weiter. Gut, das machen wir jetzt nicht. Parent Proxy, da könntest du jetzt theoretisch hergehen, könntest einen Jugendschutz, einen externen Jugendschutzproxy nochmal eintragen. Ja, aber werden wir nicht machen. Also das funktioniert. So wie es aussieht, wie ist die Stimmung im Chat? Die Stimmung im Chat ist... Also wenn ihr schon hier aufpasst, dann könnt ihr wenigstens schon mal einen Daumen hoch lassen hier, Banausen. Na? Ich weiß, dass ihr da seid, ich höre euch pingen. Guti, also haben wir jetzt, was muss man jetzt hier noch groß machen laut den hier Anleitung? Apply, Caching Method, bla, FTP Proxy Access Control List. Kannst du Sachen noch erlauben. Hier, guck mal, was hast du denn da? Use Simple Flat Files Blocks Add. Also hier kannst du irgendwelche Domains dann verbieten, so wie es aussieht. Ne? So würde die aussehen. Edit Blacklist. Mhm. Guck mal, da gibt es Blacklist. Das ist schon mal interessant. Also da könntest du auch blocken, selbe Spiel ist, was machst du mit Ausnahmen? Na, so weit sind wir noch lange nicht. Hauptproblem ist ganz einfach. Wie machst du das, wenn du jetzt aber sagst, ich möchte keine Konfiguration der Client, ich möchte, dass immer über einen Proxy geht, wenn es HTTP, HTTPS ist, weil du die Endgeräte nicht konfiguriert bekommst oder die Arbeit nicht machen und so weiter. Und das ist dann diese Sache mit dem transparenten Proxy. Und wie willst du das inhaltlich analysieren? Wer analysiert das inhaltlich später? Das werden wir heute nicht leisten können. Es geht erstmal nur darum, das werden wir in der zweiten Folge machen, zu gucken, ob wir das eben hinkriegen, was ich da ursprünglich mal gezeigt habe, nämlich diese transparente HTTP-Proxy. Den will ich jetzt mal kurz abarbeiten. Geht zur Web-Proxy-Administration. Habe ich gemacht. So. Dann gehst du hier. Vielleicht kriegen wir das sogar auf zwei Fenster nebeneinander. Ich meine, ich habe jetzt hier nur das Laptop. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich mir das vielleicht nebeneinander kriege. Das wird ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob das so besser funktioniert. Also okay. Ich soll jetzt auf jeden Fall Forward-Proxy gehen. Auf den, wo sind wir denn jetzt hier, auf den Web-Proxy. Web-Proxy Administration. So, Forward. Und da sagt er, Enable Transparent Proxy. Und dann soll ich hergehen. Das ist ja die Frage, brauchst du auch wieder das Gateway dann hinterher? Ne? Dann brauchst du auch wieder das Gateway, wenn du das machst. Also wenn du das machst, gleich mal sagen, brauchst du das Gateway. Soll ich Apply drücken. So, und dann Enable Transparent Proxy, Default Setting. So, und jetzt hast du hier LANET, SourcePort. Warte mal, was will er hier eigentlich haben von mir? Muss ich jetzt noch eine Packet-Regel machen? Nee. Doch, Destination Port Range. Naja doch, der hätte gerne von mir eine Regel. Add a new Firewall Rule. Okay, also wir hätten gerne eine Firewall Rule LAN. Und die machen wir jetzt gleich mal. Und die heißt jetzt Pass, logischerweise. So, TCP ist das, wenn hier gesurft wird. Und Source LAN NET, das haben wir hier. Dann Source.NET Any. Dann hätten wir ganz gerne erstmal die Destination Port Ranges HTTP. Die zeigt dir nur an, wenn du da oben TCP gewählt hast. So. Und jetzt soll er aber eine Redirect Target IP. Okay, wo haben wir die denn? Hoppla, das sind wir jetzt verkehrt. Redirect. Die ist hier aber nicht da. Ist das unter Advanced? Lass mal gucken. Advanced Features, Show Hide. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Das habe ich schon mal probiert. Ach du liebes Lieschen. Okay, also Redirect. Ist das eine NAT-Regel? Also, and click Add New Firewall Rule. Aber wo? Wo soll ich das klicken? Da? Oder im Transparent Proxy? Ja, gehen wir mal eins zurück. Zwei. Gibt es denn dort das Add New Firewall Rule? Nee, das gibt es hier gar nicht. Also, Advanced Mode. Was gibt es hier noch Schönes? Cache Size und so weiter. Nee, also das geht, hier ist es nicht. Dann müssen wir doch die Firewall-Rules mal gucken. Ja, gesagt, ich habe das eigentlich schon mal gemacht, müsste eigentlich gehen. Firewall-Rules LAN. Probieren wir es nochmal. Also wir haben gesagt, wir hätten ganz gerne TCP.
und wir hätten gerne Target Destination HTTP. Na, wo ist er? Nee, da. HTTP. Erstmal. Schedule Gateway. So. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie er das meint. Protocol TCP, LANet, Source, Redirect Target Port, das ist doch eine fucking NAT-Regel und kein... Das ist doch eine NAT-Regel. Wenn irgendeiner da kommt und will dahin, natte ihn auf den Port. Was meinten ihr? Moinerslor, grüezi. Auf Festgang, genau, da wird wieder rumdiskutiert. Also ich meine, das, was ich hier gerade sehe, ist eigentlich eine... You will need a firewall rule to forward traffic from the firewall into the proxy server. You may leave the proxy interface empty, but remember, dann eine ACL zu machen. Aber das ist doch... Du hast doch hier diesen Wert gar nicht. Du hast doch gar keinen Redirect-Port. Also, das ist eine NAT-Regel. Das ist eine NAT-Regel. Und das wäre dann ein Port Forward auf LAN. Ne? Sehr interessant. Port Forward. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Interface LAN. TCP Version IPv4. Protokoll TCP. Source Port Range. Wo kommt denn das jetzt her? Die haben wir. Habe ich schon nicht gerade. Wo kommt das HTTP her? Interessant. Other. Ne? Und da kannst du jetzt hier Squid oder Proxy. 8080, okay, da machen wir Other Port. Stopp, das ist die Kiste. Redirected Port, Other. So, bei Other brauchen wir 3128, das soll er aber dann auf den, auf die Firewall machen. Die Firewall war ja hier gewesen, die 5039. Das wäre hier der, nee, 127.01 wäre das ja hier an der Stelle. Da soll der die hinschicken, sagt er. Description, NAT Reflection. Ja, das, da steht doch schon was NAT. Also das ist ja wirklich geil. Ne? Enable, dass auch von intern geht. Genau, also das wäre eigentlich das. So, irgendwas habe ich noch vergessen. Ich mache das jetzt mal groß, das ist so schlecht zu lesen. The Destination Address is required. Okay, das habe ich wohl übersehen. Destination, jawohl, 192.16, nein, die 127. Moment mal, Destination ist die aktuelle Kiste. Ne? Destination is any. Ah, guck mal an. Destination is any hätte er gerne. Zack. Die hätte er gerne. So, das ist nämlich gar keine so eindeutige Regel. Das war das, was du bei Sophos einfach geklickt hast. Transparente Proxy an. So. Das würde bedeuten im Endeffekt, der Proxy an sich würde noch gehen und den würden wir jetzt mal austragen an der Stelle. Das heißt, den Proxy machen wir jetzt wieder aus und das Gateway müssen wir jetzt wieder reinmachen, weil das ja ein transparenter sein soll. Der würde über das Gateway gehen, das wäre die 139 an der Stelle. Okay, also Gateway muss wieder rein. So, Gateway 139 und dann Proxy-Settings wieder aus, dass es nicht über den Proxy läuft. Also Proxy-Settings, Proxy-Einstellungen ändern, manueller Proxy-Server aus. So, jetzt gehen wir wieder ganz normal theoretisch über NAT. Gucken wir mal, was wir sicher msn.de, die gruseligen Seiten. Interessant. Also msn.de geht. Und jetzt frage ich mich natürlich, läuft es über ein Proxy, ja oder nein? Wir gucken gerade mal. Und gucken mal hier auf Access Log. Und dann msn.com. Also tatsächlich, wir gehen hier, nochmal kurz gucken hier, avm.de, ein bisschen wieder hier, ne, WireGuard und so, nochmal Gegencheck, das macht wirklich hier ms-Downloads hier, schauen wir mal nach avm. Also definitiv, wir nutzen jetzt einen transparenten Proxy, aber halt nur für HTTP. So, wenn wir aber eine Art Antivirus-Analyse oder whatever später machen wollen, wie auch immer wir das da hinkriegen, müsste das Ganze jetzt halt aber auch in verschlüsselt laufen. Und da haben wir natürlich genau das Problem. So, wo ist meine Anleitung? Jetzt ist sie weg. Ich werde die gerade nochmal aufmachen. Du hättest auf den Link klicken können.
Du hättest auch auf den Link klicken können. Ah, ja, den habe ich ja gesucht, Daro. Den habe ich vorhin nicht gesehen, aber da gucken wir. Ich guck gleich mal, was du meinst. Also den. Deswegen, klar, eine NAT-Regel macht auch eine Firewall-Rule, logischerweise, und daher kommt das dann. Ne? Na gut. Also wir gucken uns das nochmal an. Ich habe jetzt blöderweise gerade mal das Ding zugemacht. Oder hatte das noch im anderen Fenster? Nee, hier ist es noch offen. Hier ist noch offen. Also darum meinte quasi, wenn du bei dem transparenten Webproxy bist, müsst irgendwo ein Button sein, der dir dann hilft bei dieser Regel, aber ich sehe den Button nicht. Also ist doch scheißegal. Also im Endeffekt wissen wir, worum es geht. So, wir machen weiter. Den haben wir gemacht. Und jetzt brauchen wir, wenn wir mit Zertifikaten arbeiten, wir müssen jetzt dem Client wohl irgendwie ein Zertifikat zukommen lassen, was er installiert, damit wir, dass der Client mit der Firewall unverschlüsselt, also dass die Firewall die Seiten aufruft, entschlüsselt, und die Workstation SSL macht und mit uns verschlüsselten wir quasi alles in so einer Art unverschlüsselten Netz irgendwie analysieren können. Und das ist jetzt hier, was wir machen. Also wir gehen jetzt auf Authorities, also wir erzeugen eine CA. Da habe ich wahrscheinlich schon eine. Ich mache jetzt mal eine neue OpenSense SSL, also ich sage jetzt einfach mal SSL und sage jetzt hier Create a new internal certificate authority. Und ja gut, ob man das jetzt, wie lange man das jetzt hier gelten lässt, das sei jedem überlassen. Ich nehme jetzt mal die Standardwerte. Das bedeutet im Endeffekt nur, dass du irgendwann mal wieder Arbeit hast. So, Bayern, Gott mit dir, du Land der Bayern. Na, zack, E-Mail-Adresse christian@sysops.de und das ist dann von mir aus die SSL-CA. So, das heißt, darüber können wir jetzt Zertifikat erstellen. So. Und jetzt Go to Service, Web Proxy Administration, General Forward Settings. Also Forward Settings haben wir das gleich hier noch. Web Proxy Forward. Und jetzt sollen wir hier dann Web Administration, jawohl, General Forward. Ach guck mal, das geht hier noch weiter. Ja, guck mal hier. Das geht hier noch weiter. Under the Forward Proxy Tab. General. Ist das General? Das ist General. Was will er? Was soll ich machen? Enable the SSL Mode, select the CA. Gut, da ist jetzt die Frage, was passiert? Also das soll ich jetzt machen und ich soll dann auch sagen, dass er eine CA benutzen soll. Und da haben wir ja die SSL-CA gemacht. Okay. Mhm. Gesagt, getan. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er selber ein Zertifikat Configure no SSL bump. This step is important to make sure your known sites are not bumped and keep the original security und so weiter. Also das sind Ausnahmen wahrscheinlich. Aber gut, das würde ich jetzt mal versuchen, jetzt hier in der Live-Sendungssituation mal wegzulassen. Ne? Das machen wir dann später. Aber hier applied das ganz schön lange, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Jetzt würde mich mal interessieren, ob der hier ein Certificate erzeugt hat dafür. Guck mal, ein Torakel-Zertifikat. Nur echte, nur wir haben das Torakel. Wenn wir mal gesagt haben. Ist doch geil, dass immer jeden Tag um 18 Uhr irgendein kleiner Schwanzlurch hier anruft. Das ist Punkt 18 Uhr, ne? Das ist so geil. Ich geh das mal ran. Ja, bitte. Hallo? Wer ruft da immer um 18 Uhr an? Sie möchten mit mir über Gott in die Welt reden? Oder die. Na, ich sag's nicht. Immer schön. Ist ja auch geil, ne? Da musst du echt ein AB rangehen lassen. Am Schluss landen noch bei mir auf der kostenpflichtigen Hotline. Also irgendwie hat er da noch kein Zertifikat. Man hat, okay, wir gehen mal weiter durch. Jetzt brauchen wir wohl diese gleiche Regel nochmal. Add a new firewall rule. Ja, ja, das Bild sehe ich, aber das habe ich doch. Das ist doch gar nicht da. Oder Binge Blade. So, wir gucken nochmal. Forward. Das war der hier. Genau, das war der hier gewesen. Aber der in dem Webproxy habe ich es nicht gesehen. Forward Proxy. Ist der Button hier nicht da, der die Regel? Habt ihr die schon mal gesehen? SSL-Injection Haken setzen, das I klicken. Ah! Du musst die gleiche Regelung mit HTTPS machen. Ja, das ist mir schon klar.
auf ich suche nur den Button, weil die alle sagen, der Button wäre da. Ach, da, guck, da sind wir zu Hause. Und der bereitet die, guck mal, der bereitet die schon mal vor. LAN-Net, HTTPS, da, 3129, Redirect, ah, super, okay, klasse, nehme ich, vielen Dank, Haken dran, klasse, prima. Also haben wir auch gemacht. Das heißt also, jetzt haben wir hier die, das ist ja echt geil, oder? So, aber da gehen wir weiter. Configure OS or Browser, jetzt wird es interessant. Since the CRs are trusted to your browser, get a message about each package to visit. Ach, guck mal, da kann, ach, ich muss die CA bei mir reinhauen in Client. Okay, ich bin ja schon eingeloggt da drüben auf der Kiste. Jetzt gucken wir mal, wie der sich jetzt verhält. Schauen wir denn jetzt mal drauf. Intel.de. Da, genau. Und jetzt haben wir nämlich immer diese Zertifikatswarnung. Da kann man das irgendwie mal schöner sehen. Ich glaube, ich habe ja mal zwei Browser mal vorsorglich drauf gemacht. Also hast du für jede Scheißseite eine Zertifikatswarnung. Und ich würde mir jetzt gerne mal das... Also gut, da ist die ganze CA ungültig. Alles klar. Und ich soll jetzt quasi mir die CA-Authority rausholen. Das versuche ich gerade, wenn meine, da geht's wieder, meine Anleitung greifen würde. Und das machst du an welcher Stelle von den Authorities oder wo macht man das? Export CA-Cert. Na, das müsste doch eigentlich bei den Authorities, müsste doch, wo wir es angelegt haben, müsste man das exportieren können, genau. Export CA-Cert. Okay, das habe ich jetzt gemacht und das muss jetzt hier irgendwie rein. Und das muss Secure Sockets Layer. Okay, also hier wird jetzt auf jeden Fall angeklickt. So, ich lade das runter, klicke das jetzt hier mal an und erwarte jetzt diesen. Ah, okay, jetzt habe ich es blöderweise auf dem Mac gemacht. Das machen wir jetzt nochmal unter Windows. Authorities. Und der hat mich rausgeschmissen. Jupp. Und jetzt dauert es wieder ewig, bis er einloggt. Ja, das würde mich aber auch mal interessieren, was da los ist. Also wie ihr seht, bislang gar nicht so schlimm. Na, mal wieder viel zu spät, der Carsten. Unentschuldigt, ja, das wird notiert bei uns. Hast du ganze Zeit lassen, das dauert hier eh das mal ewig. Also schon geil, dass sich da jeden Tag um 18 Uhr da, aber nur wenn Live-Sendung ist, irgend so ein Heino hier anruft und das sich wichtig macht. Das ist schon geil. Ja, wir müssen jetzt warten, bis er eingeloggt ist, jawohl. Und jetzt exportieren wir den Cert, also wenn nicht den Private Key, dann geht keiner was an. Öffnen. So, Zertifikat installieren. Aktueller Benutzer, was schlägt er denn hier vor? Jetzt mal hier die Reihenfolge ein bisschen ändern. Er schlägt jetzt hier vor. So, import and change the trust settings on your favorite OS. Ach, das ist die macOS. Das ist die macOS-Variante. Ja gut, das ist ja auch gut und schön. Also aktueller Benutzer von mir ist jetzt erstmal automatisch. Ich probiere es mal auf automatisch. Vielleicht weiß er ja, was ich damit will. Also ich habe mich damit noch nie groß beschäftigt und will mir das jetzt mal angucken, ob das funktioniert. So, und ob jetzt ja, immer noch Datenschutzfehler. Ja, oder muss ich jetzt eine andere Seite aufmachen? Was weiß ich hier? Mercedes.de, mir fällt gerade echt nichts Besseres ein. Nee. Also er hat immer noch den Datenschutzfehler. Also das war es nicht gewesen. Wir sind jetzt hier im Standardbrowser. Also war der Import auf jeden Fall schon mal nicht der richtige gewesen. Gucken wir uns mal die Downloads an. Na, jetzt sind wir hier auf der falschen Kiste. Da haben wir jetzt einen Zoom-Client gemacht. Also das war auf jeden Fall falsch importiert. Also wie muss ich den jetzt importieren? Zertifikat installieren. Gut, was gibt es denn noch Schönes? Mal schauen. Zertifikatspeicher. Also was vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen würde ich doch jetzt mal sagen, ne? Wäre das doch eigentlich. Ah ja, guck mal da. Wurde erfolgreich importiert. So, also müsste dieser CA jetzt eigentlich, das ist dem aber scheißegal, es funktioniert nicht, ne? Heise.de. Doch, jetzt hat er es. Jetzt hat er es gefressen. Heise.de hat er gefressen. Jetzt gucken wir mal, Verbindung ist sicher, was wir da für ein Zertifikat haben. Weitere Info, nee, das war es nicht gewesen. Ich würde mir gerne jetzt mal das Zertifikat anschauen.
Wo sehe ich denn bei, das sind die Cookies, Tracker, Verbindung ist sicher. Was ist das da oben? Jawohl, da, heise.de, ausgestellt von SSLCA. Und tatsächlich hat das jetzt hier funktioniert. Ah, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, im Endeffekt müssten wir jetzt auch hier irgendwie das Zertifikat an die Leute bekommen. Und wir haben, wo ist mein anderes Scheißfenster schon wieder? Jetzt alle Browserfenster weggenötigt. Da ist er. Zack. Ja, hier sind die Kommentare. Du müsstest in der vertrauenswürdigen Stammzertifikate importieren, Maxisops. Vielen Dank. Ist mir dann auch wieder eingefallen. Und müsst jetzt eigentlich hier unter Services, Webproxy, warte, bisschen die Kamera wieder ein bisschen ändern, Access Log. Da müsstest du jetzt hier was von Heise sehen. So, das funktioniert. Da brauchst du wieder ein Gateway. Muss mir alles erlauben. Gut, wenn du kein Gateway willst, kannst du dann, also kannst du auch das Zertifikat nehmen, kannst auch den nicht transparenten Proxy nehmen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es hier noch weiter laut deren Anleitung? Das wäre jetzt noch interessant. Jetzt habe ich natürlich die Seite wieder zugemacht. Kommt da noch irgendwas? Er sollte beim Banking nicht gehen. Immer sollte das beim Banking nicht gehen. Ja, schauen wir doch mal. SPK Aschaffenburg.de. Ja, da gibt es ja Seiten, wo du das halt machen kannst im Endeffekt. Ne? Allnehmname, keine Ahnung, CP Zengel. Wupp. Naja, also ich sag mal so. Der macht da noch mit irgendwie. Ne? Schon interessant. Also die Frage ist, wie geht es denn jetzt hier im Endeffekt weiter an der Stelle? Also wir lassen es auch mal hier heute dabei. Dann gute Länge heute. Weil die im Endeffekt jetzt das Zertifikat genau ins Fertigen. Kannst du hier noch deine Bumps machen, oder wo du halt sagst, was er nicht machen soll im Endeffekt, was nicht drüber laufen soll. Und dann würde mich interessieren, was du mit diesem Traffic, den du jetzt erzeugst, wie du den analysieren kannst. Da werde ich mich jetzt mal schlau machen. Also wenn ihr jetzt wisst schon, wie man diese entschlüsselten Daten, weil jetzt gehen eure Passworte im Klartext über die Firewall, ganz klar. Auch wenn ihr chattet, das musst du den Leuten sagen. Also die Firewall kann hier mitlesen. Also wenn du jetzt hier, was weiß ich, wenn hier über HTTP irgendwie gechattet wird, also wenn da keine End-to-End-Encryption da ist, wird hier alles aufgedröselt. Logins, Passworte, also nicht ganz ohne. Wie sieht das mit DSGVO aus? Wie analysiere ich das ganze Zeug? Brauche ich das? Das würde mich interessieren. Und wenn ihr da Erfahrung habt, wir haben hier ganz, ganz viele schlaue Leute, dann kommt doch mal auf mich zu, lasst vor allem mal ein Abo da und macht mal einen Daumen hoch und zeigt mir, wie das geht. Boogie Hoogie, du kannst jetzt mit ICAP einen Malware-Scanner senden. Na, siehst du mal. Und sowas würde ich mir gerne mal anschauen. Das wäre jetzt quasi das Nächste, was uns hier interessieren würde. Das ist doch super, oder? Da ist schon der erste schlaue Kommentar. Guti, dann würde ich sagen, jetzt noch schnell zum Workshop anmelden. Zum Thema Proxmox und ZFS. Wir haben ja eine schöne fette Kiste. Da werden wir entweder morgen mal was live machen für Kanalmitglieder oder Donnerstag in der Live-Sendung einrichten. Das überlege ich mir noch, wie wir es da machen. Ich finde, es war doch heute mal ein schönes, kleines Thema, wo ich schon seit 10 Jahren Berührungsängste habe. Und eigentlich ist es gar nicht schlimm. Ne? Allerdings ist das erst der erste Schritt. Das heißt, ich kenne mich damit nie aus. Ich kann die Konsequenzen von dieser Handlung noch nicht ganz absehen und werde mir das Ganze jetzt mal angucken. Die Kiste power ich jetzt off, damit da keine Blödsinn macht, und werde mich da zu gegebener Zeit nochmal zum Thema melden. Dann machen wir letzten Kommentare noch. Keine letzten Kommentare. Dann schweigt für immer und gehabt euch wohl. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind am Donnerstag zum Stammtischtag und ich mache jetzt Feierabend, wie das duftet. Also stimmt es, ich dufte nicht. Das ist die Wahrheit. Kein Duft. Kein Duft in diesem Dojo. Liebe Grüße. Tschüss.